Was geht ab, Mano? Sie weiter Hose hier und wir sind wieder zurück. Wir gehen sofort mal in den Story-Modus rein und machen von dort weiter, wo wir aufgehört haben. Ich fand in den letzten Parts wirklich cool unsere neuen Verbündeten. Also ganz ehrlich, dieser Froze sieht geil aus und die Namekian-Rasse haben die auch geil gemacht als Avatar. Vor allem Froze hat mich so, als ich Froze gesehen habe, habe ich sofort an Xenoris gedacht. So dachte ich mir, Alter, normalerweise erstellt sich auch so ein Xenoris-Charakter. Aber wir haben erstmal hier mit dem Ninja was zu tun. Hä? Komm mal her, Junge, komm mal her. Was ist mit dir? Hey, was geht? Das sagt kein locker Begrüßung, keiner. Siehst du die Wurfsterne nicht? Bitte. Otto, wie aggressiv das ist. Ninjas sind der Hammer. Sehr weiß von Alter. Bla bla bla. Ich habe heute meinen Spendiosen an. Soll ich noch. Ja. Herr mit den Tickets, mein Boy. Ninja-Tarnung? Lol. Allerdings, das sind wir und ich bin der Best von allen. Willst du noch mehr sehen? Jetzt sag mal, komm. Lol. Hey, wie? Was macht ihr jetzt? Ah, ich kämpfe gegen ihn. Okay. Jetzt bin ich gespannt, Junge. Ich kann auch Ninjutsus. Muss von dir nichts lernen. Ich muss von dir nichts lernen. Hey, da fehlt ein Charakter. Hey, ja, alles komm, arbeiten. Leg los, leg los. Nein, 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 nein. Habe ich das gerade benutzt? Verdammt nochmal. Nein, nein, ich will nichts benutzen. Nee, ich habe nichts benutzt. Okay, alles gut. Alles gut. Karton. Zack, 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 zack. Mann, bist du mal ein Ninjutsu? Nee, ich habe mal beim Blazing-Video auch so ein Ninjutsu Freestyle rausgekommen. Was heißt Freestyle? Ich hab mal ein Manga-Band geholt, gekauft. Ich glaube, so war das. Zack, 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 zack. Keine Ahnung. Jedenfalls habe ich das damals mir als Kind übel beigebracht, weil im Manga-Band stand es am Ende des Bands stand dann dran, oh, wie quasi Karton geht. Also die Handzeichen dazu. Ich habe mir das die ganze Zeit jeden Tag so geübt, ist noch ein bisschen hängen geblieben. Ja, ja. Ja, so ist es. Die Kindheit Dreams. Jedenfalls. Ja, als Kind hat man alles probiert, ne? Super Szenen, ja, ja, und so weiter und so fort. Aber machen wir weiter hier. Was ist mit dem hier? Ja, kann ich auch bitte angreifen? Oh my yeah. Direkt natürlich die Comps raushauen. Super Angriff geben wir jetzt nicht mehr. Achso, wie geht der Game? Komm, wir haben es die ganze Zeit cooler gegeben letzten Mal. Ey. Der blaue Saiyajin, okay. Komm mal her, du Ninja! Muss kurz einmal gucken, ob ich gewonnen habe oder nicht. Guck mal. Oh mein! Wow! Drei Hero-Charaktere, perfekt, heißt ja mir Ding, Kurb, Combo. Du, ich vergesse immer den Namen, ey, keine Ahnung. Jedenfalls hier, Final Flash. Kurboni. Es laggt, glaube ich. Final Flash ist halt so krank, dass das Game laggt. Oder die Aufnahme in dem Fall. So. Aber läuft alles noch? Alles gut, danke. Oh, Vater und Sohn. Oh, was? Wie viel Leben hat der Gegner eigentlich noch? Aua. Wieso ist der immer so ready? Oh, die Hälfte haben wir abgezogen. Kampfmodus Chance. Her damit, die Dead Machine. Brr. Ah, ich habe mich letztens gefragt, wieso habe ich die Dead Machine, ich habe irgendwas gehört einfach. Wieso ich die Dead Machine auf die letzte Runde hatte, ich glaube, es ist mir eingefallen, weil es die Animation dort hat übel lang, wenn das in jedem Kampf kommt in der zweiten Runde. Ich meine, es lohnt sich natürlich, wenn die Runde 2, weil Runde 2 wenn meine ganzen Charaktere, viele von den die ganzen CAs, aber das ist die Animation dauert halt übel lang. Ich glaube, für eine Story, ich schieb den wieder nach hinten, so. Nicht das allzu lang dauert so ein Kampf, weißt du, was ich meine? Dann ist es auch ein bisschen langweilig. Was? Hä? Warte!
Alter! Zum ersten Mal ist mir das bewusst geworden gerade. Natürlich, dieser Prisoner Trunks. Der hat doch eine ultimative... Ah, was? Das ist mir gerade zum ersten Mal bewusst gewesen. Der hat eine ultimative Einheit. Alle rauf, kommen, alle rauf. Let's go. Krank! Gegnerschutzzug. Warten auf Gegner, was geht jetzt ab? Hey, was ist das? Oh mein Gott, der hat's fett geboostet. By the way, die letzten Fragen, die ich so bekommen habe, hab darauf geantwortet, aber auch zum Beispiel so. Ja, im Endeffekt dann, man kann es ja aus dem Spiel, kann man ja keine Tickets kaufen, man kann sie nur erspielen. Und im früher oder später, wenn man halt das Spiel sucht, dann hat man jede Karte, sicherlich ja. Und dann ist halt nur so eine Frage aufgekommen, ja, im Endeffekt verliert das Spiel ja dann quasi schnell an, wie soll ich sagen, Moment. An Wert, in dem Sinne, dass man quasi, dass dann jeder die stärksten Charaktere spielt. Ich meine... Ich kann den Gedanken dann verstehen, aber das sind immer noch dann quasi Deckbuilding. Heißt, es kommt dann auch noch auf jeden selbst an, wie baut er seine Decks, wie spielt er mit seinen Decks. Ich meine, natürlich, da gebe ich an euch recht, da spielt man natürlich, wenn man gute Karten hat, dann spielt man sie. Aber wie spielt man mit dem Deck? Im Sinne von, wie managt man sein Key und so und so fort, wie, wann und wo aktiviert man die Fähigkeiten, tralala. Das spielt dann auch natürlich noch eine große Rolle. Wisst ihr, was ich meine? Da kommt dann auf den Spieler selbst an, ob er quasi überhaupt mit dem Deck spielen kann und so und so fort. Also, und eine Frage, die ich auch bekommen habe, ist, ob noch weitere Packs kommen könnten. Ich meine, ich habe dazu keine Information, aber ich könnte es mir eigentlich denken in Zukunft. Warum? Weil, wie gesagt, das habe ich schon mal am Anfang, glaube ich, wiederholt. Aktuell geht der Spieler bis Universal Mission 2, bis zum Set 2. Und im Real Life, also Real Life, echtes Leben, in Japan gibt es eigentlich Universal Mission Set 7. Das ist gerade Giga Super Saiyan Kraft. Ah, das ist sicker. Oder, keine Ahnung, Zubehör oder so? Genau. Und du könnt mir vielleicht vorstellen, dass dann quasi auch noch die weiteren Sets hinzufügen. Früher oder später, hoffentlich. Das wäre geil auf jeden Fall. Wäre auf jeden Fall willkommen. Naja, ja, so viel dazu, genau. Ja, machen wir einfach mal weiter. By the way, die neu da sind, so die... vielleicht mich auch noch gar nicht kennen, willkommen auf jeden Fall, vielen lieben Dank für die Unterstützung und dass ihr da seid und zuschaut. Falls ihr mal so merkt, wenn ich so abspack oder so mit Miau und sowas, das sind so mehr oder weniger Insider von uns, speziell dieses Miau, oh Miau, das kommt von Shy Guy. Falls ihr Mario Kart kennt, Freunde, damals, wenn ich kurz erzählen darf, waren wir mit den Jungs im Urlaub, einer hatte Mario Kart für ein 3DS und wenn einer das hatte, könnten alle zusammen spielen, aber alle, die die Karte nicht hatten, konnten nur Shy Guy nehmen und dann haben alle von uns Shy Guy genommen, wir waren zu siebt oder so und du hast nur oh meow, meow, meow gehört die ganze Zeit, das ist halt Shy Guy so, die seine Geräusche, die da gibt und das ist so halt bei uns so ein Insider, sag ich mal. Genau, alright, so, AI-Einschlag, genau, Aufladungseinschlag, habe ich mir jetzt auch merken können. Oh, nice, sehr schön. Her damit, Ginyu. Band 2. Wir wollen die Tickets. Wir wollen summon. Summon wollen wir. So, genau. Hier waren wir noch nicht. Let's go. Ein zerbärtig, aber leider zwecklose Versuch. Uff, die sind zu stark für uns. Jeder, der sich unser kleiner Weg schaltet, wird vernichtet. Und jetzt zur Vernichtung. Freezer. Oh mein Gott, wie cool, Goku. Ich fand die Klamotten übel cool, die Yadrat-Klamotten bei Goku. Das muss dir so ein Goku 2 Freeze, was zur Liste los? Das weiß nicht und das interessiert mich auch nicht. Ich will nur Blut mit Blut vergelten. Alter, Vegeta will's wissen. Let's go, komm ran! Manu! Wären wir, ja, nichts mehr, wir hätten locker gewonnen, jawohl, kommt. Bereit für die zweite Runde, ich so. By the way, warum ich mich vorhin gewundert habe mit dem UE, mit dem ultimativen Einheiteneffekt, UEE, nenne ich es kurz, von Trunks. Ich habe Trunks so oft benutzt und okay, jetzt Vegeta und Berserker Goku hatte ich jetzt neulich im Team. Aber mich hat es einfach gewundert, warum sich das zum ersten Mal aktiviert hat. Vielleicht war ich die Zeit Vegeta und Goku. Das lag natürlich daran, dass der Effekt selbst 3 Heldenenergie verbraucht und ich diese nicht hatte. Also ignoriert das, was ich dann noch dazu sage, denn es lag einfach an der Heldenenergie. Ich hatte noch keine 3 Heldenenergie. Auch im Super. Ich guck mal ganz kurz nach, was genau da dran steht. Und das nehmen wir einfach in die letzte Runde, weil sonst. Die Animation, die geht schon lange irgendwie. So, nämlich hier kann man auch schauen.
Habe ich aber nie gemacht. Also kannst du kurz deine Karten ansehen, sag ich mal. So, Tranxel, ultimative Einheit hier. Unverwüstliche Kämpfeinheit. Einheit hier. Plus 3000 Kraft für alle Mitglieder des eigenen Teams pro Heldenergie des eigenen Teams nur eine Runde. Okay. Also wäre es gut, wenn ich Heldenergie aufbewahre und dann das aktiviere. Aber mich wundert es halt, wieso das auf einmal so total random kann. Weil normalerweise habe ich das ja immer, also. Warte, ich versuch's mal. Ich sag, mach mal nochmal so. Aber ich hatte doch alle draußen, oder? Außer die Berserker-Charaktere, oder nicht? Warte, ich lasse mal einen Support-Block nicht. Also Trunks oder so im Support-Block. Wir machen mal Platz alle hier. Fahr da weg. Ah, ich hatte Vegeta vorhin die Ulti gegeben, gell? Okay? Aber daran lag's, glaube ich, nicht. Ich hab mir ja, das ist ja was anderes, der deine Unterstützung, also mit der Verbindungslinie. Weil ich hab auch. Bei manchen gelesen oder im Internet dann quasi auf Twitter, Reddit und so, dass bei manche Effekte sich gar nicht aktivieren, also das buggt einfach. Und viele hatten zum Beispiel mit einer Transformation Probleme, von dem Vegeta, glaube ich. Der hat sich nicht transformiert, obwohl er sich transformieren sollte. Naja. Bam, bam, bam. Brr. Totomeda. Oh, knapp. Vegeta hat. Achso, ich hab ja jetzt nicht nachgerade. Vegeta hat sofort den Superangriff, aber der hat's ja bekommen, logisch. Von Trunks. Ja, die Final Flash, die bringt meine Aufnahme zum Laggen. Sie ist, steht bei mir dran, sorry dafür. Bam. 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 Bada boom. Pow. Oh, war. Knapp das war. Aua. Awa. Oh je, oh je. Das müssen wir üben. Hey, ist tatsächlich, hey, komisch. Aber ich will das später aufheben. Genau. Guck mal, die Elite-Kämpfer sind so nice. Ich kann einfach über zwei Runden und auch noch oben vor allem setzen. Wobei, guck mal, Karotte können wir vielleicht nach hinten nehmen. Ja, wobei es war nichts aus, er hat eh nur einen Ausdauer. Ja, wegen ihren Ausdauer, diesen übertrieben geil, die Elite-Kämpfer. Du kannst einfach da spielen. Die ganze Zeit. Ja, das ist halt so die Sache, Freunde, ich werde auch warm, so. Das ist meine. Spiel ist ja auch zum ersten Mal, aber ich bin auf jeden Fall gewillt, das wirklich. Ja, zu lernen, sag ich mal. So, jetzt. Konoyaro. Ich hab's gehört. Ah, Mirakelsieg. Oh mein Gott, ist. Kupo, ne, was? Na klar, zwei Elite-Kämpfer. Oder habe ich mit dem Kuroboni was falsch im Kopf? Ah, Kuroboni meine ich ja. Was sag ich mit Kuroboni? Vielleicht muss ich mal drauf achten. Oh, wie schauen die genau an? Kuroboni. Oh mein Gott. Wenn Charaktere vom selben Typus angreifen zusammen dann, und du ein Perfect bekommst, so war es ja, so stand es im Tutorial, glaube ich. Dann bekommst du einen Kuroboni, kannst du bekommen. Boah, wie schauen. Okay, nice. Mein Team hat gewonnen, sehr schön. Boss-Mission abgeschlossen. BD. Korega Kunkai no Score da. Dankeschön. Arigato gozaimasu. Jo, wir haben es geschafft. Haben wir. Guck, wie cool der aussieht. Kaoyu. Ist geil, die haben den namekianischen Avatar echt cool gemacht. So. Warte mal, ist das schon alles zu der Karte gewesen? Da ist Porunga, aber ich habe Porunga eigentlich schon geholt. Aber beziehungsweise, ich habe das schon gemacht. Deswegen musst du nicht unbedingt hin. Aber links haben wir was nicht gemacht, bevor wir da weiterlaufen. Warte mal, da links haben wir nicht. Was ist hier los? Oh, Dispo! Oh, es geht um die es geht darum, wer schneller ist. Wie geil! Das ist so nicht, ihr seid so langsam als ein Schleck auf Krücken. Ich bin der schnellste im Universum. Oh, was für ein schräges Trio. Ja, Mann. Hey Leute, wo redet ihr? Ich bin der Schnellste. Darüber der Schnellste ist, was sonst. Ganz rational betrachtet bin ich der Schnellste des Stolz-Truppler. Stolz-Truppler. Und damit auch des gesamten Multiversums. BD. Freezer, Verlierer, ich bin der Schnellste. Komm mal her. Wollen wir einen Event retten, den wir drin lassen? Ja. Ja, komm dran. Na, zeig mal. Komm. Ich will aber, zeigst du mir doch einen Kampf gegen mich. Oh, okay. Let's go.
Komm ran, komm ran, komm ran. Kriegst auf die Schnauze. Also. Balzer in Budokai Tenkaichi 3. Das ist eine Ratte, oder? Balzer mit seinen ganzen. Also, ich hatte einen Kollegen, schau an den Tomek. Der ist mit Balzer eskaliert. Der hat nicht die ganze in der Kombo-Schleife gehabt. Das war so witzig damals. Wie brutal das war. Richtig geil einfach. Oh mein Gott, damals haben wir echt gut gezockt, ey. Ohne Spaß. Die legendären Zeiten waren eh. Kennt ihr das, wenn man bei einem übernachten geht? Aber nicht wenn man noch ein Kind ist, so Grundschule oder so, sondern sag mal Schulzeit. Bei uns war es, wir waren alle in der Klasse, auf dem Gimmi. 3-4 Kollegen von uns, mehrere. Und ein anderer Kollege schaut an den White Talk, der hatte mal sturmfrei. Hey Jungs und Girls, ohne Spaß, wir waren glaube ich 2 Nächte bei ihm. Wir haben durchgehend Naruto gezockt auf der PS2 natürlich. Das Spiel, ich weiß nicht, wie das heißt, wo man von links nach rechts spielt. Beat'em up Game. Oh, ich weiß, wie das heißt, aber da gab es zum Beispiel, das war auch ein geiles Spiel, das war ein geiles Spiel, ey. Yakon war voll nervig mit seiner Mauer und so. Wie ist das Spiel? Ihr kennt das sicherlich. Links und rechts kann man kämpfen, einfach mal kämpft und das ist in 2D, in 2D. Ja, ja, ich habe nur den Namen vergessen. Gott, warum hat Kula so wenig Ausdauer? Oh, jetzt müssen wir wissen, wie das Naruto-Spiel heißt, ne? Ich guck mal gleich nach. Das war so geil einfach. Naruto PS2. Sorry, dass ich nebenbei nachgucke, aber ich muss das wissen immer so. Oh mein Gott. Ultimate Ninja, ja? Ultimate Ninja. Ultimate Ninja, genau. Das neueste, das letzte war. Ultimate Ninja 5 war es, glaube ich, wo Sasuke aus Shippuden auf dem Cover war. Ich glaube, war es Ultimate Ninja 5? Das war aber geil. Das war so ein geiles Spiel auf jeden Fall. Das eskaliert einfach. Wie krank das war. Und es war nur eins von was weiß ich, wie viele Spiele wir gezockt haben, ey. Smash und so haben wir richtig auseinandergenommen. XY war auch eine brutale Zeit. Ey, ist ja richtig geil. Also Pokémon XY und so. Ja, und jetzt sind wir hier. Der Dokkan und Dragon Ball Heroes. Was los? Legends. Alles am Start. So, aber jetzt kommen wir zurück zum Thema hier. Der zeigt uns sein Ass. Wie sieht's denn mit dem aus? Aber. Okay, der kann mal zurück. Die Berserker machen übel viel Schaden, ne? Das habt ihr auch gemerkt wahrscheinlich. Ja, komm, diese kann man mal lassen, was soll's. Aber zum Beispiel jetzt kann das mit der ultimativen Einheit nicht. Lag das vielleicht echt daran, dass ich Chance mit dir geht da? Ich weiß nicht, aber jetzt kam es irgendwie nicht. Hä? Das wundert mich gerade. Irgendwas. Versehe ich gerade. Ihr könnt mich gerne wissen lassen. Aber irgendwas habe ich gerade nicht richtig im Kopf. Wegen der ultimativen Einheit. Warum das vorhin in der zweiten Runde immer kam und jetzt nicht mehr. Irgendwas übersehe ich gerade. Also in den letzten zwei Runden habe ich mit Trunks Vegeta die Super Attack gegeben. Habe ich es ihm gerade nicht gegeben? Doch habe ich, aber ich glaube, es hat nicht funktioniert. Oh mein Gott. Was? Knapp. Ja, ein weiterer Overkill hier an der Stelle. Dein Team hat gewonnen. Oh ja. Oh ja. So, wer ist denn jetzt der Schnellere? Oder der Schnellste? Nicht zu glauben, dass dein Knecht nicht auch schon gemerkt hat, dass statt uns. Was? Doch, statt uns jetzt selbst zu mitleiden. Ja, lass uns trainieren zusammen. Hä? Lol. Ja, ja, wunderbare Freundschaft. Das ist. Reiner Rotz gerade. Jedenfalls, Freunde. Ah, ja, hau ab, Mann. Nee, keine Ahnung, keine Lust, wieder gegen die zu kämpfen. Da ist ein Riss. Oh, nee. Ah, die haben wir bereits geöffnet, die Kapsel. Hier waren wir auch schon jetzt. Hier geht's weiter quasi. Let's go. Gucken wir mal. Kommt ein Story-Up-Kapitel jetzt. Schauen wir uns das noch an. Und dann lassen wir uns für diesen paar Schluss machen, damit wir wissen, was im nächsten abgeht. Beziehungsweise gucke ich am Ende, glaube ich, noch wegen. Nee, wegen dem ultimativen Einheit da. Oder ich mach's offscreen am besten. Okay. Oh, Vegeta. Geil, ihr habt noch nicht gewonnen. Vegeta, warte kurz, es ist vorbei. Frieza! Wenn du verspielst, dich zu besten, lass dich gehen. Was? Dann kannst du auf den Planeten fliehen. HDF? Zeig mal mit mir.
Oh, Froze, das Stück kenne ich im stärksten Wind des gesamten Universums. Ihr solltet alle tot sein von mir. Erschlagen, Mause tot. Oh. Oh, oh. Oh, lol, Eskalation. Ich mache einfach mit, so, weißt du? Oh, habt ihr jetzt, komm. Else. Freezer. Oh, wie aggressiv. Das ist total spontan, was denn echt jetzt, tut mir leid. Der hat einfach mitgemacht, ja. Das ist echt tolles Teamwork. Guck mal, Gohan da hinten mit seinem Pilzkopf. Allerdings sollt ihr mir vielleicht ein paar Tipps geben. Hm, ihr habt wohl was drauf. Wir sind einfach nur froh, dass wir helfen konnten, Josh. Ja, und dann auch noch von Siegkriegern, wow. Froze ist Depri, weil Freezer gestorben ist. Gut, mach ich gleich diesen Ort für Anomalie frei. Bitte, ja, spielen wir zurückkommen, ja. Hau rein, ciao, bis zum nächsten Mal. Bitte, ciao. Ja, bis zum nächsten Mal, dann würde ich sagen... Wenn jetzt nichts kommt, verabschiede mich auch langsam für diesen Part. Bedanke mich auf jeden Fall jetzt schon mal fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder im nächsten Kapitel eigentlich. Nee, sorry, 1 von 2. Naja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Mach's gut, Freunde. Peace.